Also ich wurde schon mal angenommen innerhalb von 37 Sekunden. Nee, scheiße, ich habe einen Baum abgebaut. Kacke. Nee, also innerhalb von 37 Sekunden habe ich einen Baum abgebaut. Guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist der Gusua und ich bin auf dem zweiten Account unterwegs. Momentan ist gerade Loot echt ziemlich nice. Also ich war auf dem ersten unterwegs, nachdem ich den CW mega verkackt habe. Aber wie gesagt, ey, kommt Leute, alles easy. Hab eine Weile lang gar nicht gespielt im CW-Bereich und muss mich jetzt natürlich selber auch so ein bisschen, ja, zwingen ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Dazu einfach immer wieder bringen, weiter wieder anzugreifen, 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 dass man da einfach wieder ein bisschen reinkommt in die ganze Geschichte. Ansonsten war ich jetzt, wie gesagt, mit dem ersten Account schön mit Goblins unterwegs und habe einfach mal irgendwie innerhalb von einer halben Stunde einfach nur so, in der ich mit Lichtle ein bisschen gequatscht habe, einfach mal irgendwie 1,5 Millionen mit Goblins gemacht. Und das war ziemlich nice. Von jedem natürlich, also insgesamt 3 Mille. Also das war schon ziemlich cool. Also der Loot ist auf jeden Fall da. Jetzt will ich natürlich was testen, weil wir haben ja. Hier, guckt euch sowas mal an. Ich meine, jetzt wird es ein bisschen schwierig mit den Bogies, aber ansonsten echt richtig, richtig nice Loot. Das wäre mit dem ersten Account richtig geil gewesen. Und ja, Truppenclans. Jetzt will ich natürlich auch testen, ob die natürlich auch das halten, was sie versprechen. Klar. Das heißt also, ich bin jetzt hier auf dem zweiten Account unterwegs, spring dann einfach mal gleich in den ersten rein und will dann mal gucken, ob da wirklich so schön gespendet wird, wie das so gewollt war. Schauen wir mal. Erstmal gucken wir. Ansonsten skippe ich hier nochmal raus. So, da gucken wir mal, was wir hier machen können. Ich würde mal fast sagen, mit dem King reinreiten, aber nee, erstmal ein bisschen Vorarbeit hier und dann mit dem King reinreiten, dass der halt wirklich gleich ein bisschen am Tanken ist. Und wir nehmen einen Rage auf jeden Fall schon mal rein. Dann hauen wir da den King rauf, dass der schön alles wegkillt, hoffentlich. Ja, genau, Junge. Er läuft. So, und dann gehen die hoffentlich da gleich alle schön rein. Und machen gleich die richtig fette Party des Jahres. Ja, schön. Fette Party des Jahres, Leute. Ihr solltet da eigentlich reingehen. Ihr kleinen Kürbisköpfe. Yeah. War das jetzt clever? Ich glaube nicht. Ich habe geraged und dann nochmal geraged. Egal. Hauptsache, die Bogies kommen rein. Yo, die Bogies sind drin. Sie sind am Start und jetzt sollte das hoffentlich klappen. So. Hier gleich nochmal ein Rage. Das muss ja schön klar gemacht werden hier, wer hier kurz reinkommt. So, gucken wir mal. Ja, noch sieht das ein bisschen sehr fail aus. Also das ist ja hier noch gar nichts. Aber wiederum ist auch nichts mehr da, was wirklich viel hitten könnte. Hier nur noch Tesla. Und die Minenwerfer, die sind ja ein Witz. Mal schauen. Jo, das geht. So, Queenie muss jetzt gezündet werden. Naja, war okay. Das Gold wird nur nicht kommen, leider. Aber somit sind wir bei fast 3 Mille insgesamt, die wir dann wieder haben. Weil es geht natürlich auch darum, dass wir wieder was erforschen wollen, ganz klar. Aber da kriegen wir mit 3 Mille jetzt hier gerade noch gar keinen Stich. Ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Aber das war ja nicht der Grund des Videos, sondern ich wollte euch ja zeigen oder ich wollte kontrollieren. Und jetzt ist natürlich die Sache die. Klar, ich wollte natürlich irgendwie auch was das Dunkle sparen, aber ganz ehrlich, wenn ich natürlich eine Anfrage mache, muss ich natürlich auch irgendwas bieten können. Das ist ganz klar. Also von daher würde ich jetzt mal sagen, ja, was haut man raus? Ich meine, naja, man weiß nicht, ob die alle einen Golem nehmen können. Dann würde ich mal einfach sagen, werde ich jetzt selber auch noch mal ein paar Walküren bauen. Ich nehme jetzt mal 5 Stück. Zack, läuft halt bei mir. Und dann besuche ich die mal. Da mein Martin ganz genau, einwandfrei. Also sind wir beim richtigen Clan. Jetzt würde ich sagen, ich möchte beitreten. Schreibt dann natürlich, Gusur, ich hätte gern Walküren.
Und Start. Mal schauen. Zeit läuft. Und wie gesagt, hier seht ihr es eben auch wieder. Also ich habe dann eben auch was zum Spenden dabei. Also das wäre schon echt nett, wenn das halt eben auch wirklich so aufgeht. Wenn man halt sagt, gut, okay, man möchte eben was haben. Es wird gerade eben im Clan halt nicht gemacht, weil die halt eben gerade auf Poki-Push sind oder wie auch immer, dass man halt wirklich einen Clan mal wechseln muss. Ist das kein Thema, bloß wie gesagt, man sollte halt auch was bei haben. Und dann schrieb der Lars, ja, es wird innerhalb von 10 Minuten. Also ich wurde schon mal angenommen innerhalb von 37 Sekunden. Nee, scheiße, ich habe einen Baum abgebaut. Kacke. Nee, also innerhalb von 37 Sekunden habe ich einen Baum abgebaut. Ja, läuft bei mir. Das wäre natürlich gar nicht mal so verkehrt. So, unter einer Minute bin ich drin. Und jetzt gucken wir, was geht. Ich sage, ich hätte gern Walküren. Hätte auch selbst welche abzugeben. So, zack. Gucken wir mal, ob das so klappt. Innerhalb von 10 Minuten. Die Uhr läuft. Ja, okay, weil, also, wie gesagt, das tut mir gar nicht weh. Dann wird auch gespendet. Weil die sollen ja auch wirklich sehen, okay, man ist nicht einfach nur in Anführungsstrichen Jumper, ist man ja, aber man bringt dem Clan ja dann auch was, wenn man halt selber auch spendet. So, also ich habe schon mal einen Zauber bekommen, okay, das ist schon mal in Ordnung. Nach insgesamt 3 Minuten 40, was vollkommen okay ist. Jetzt gucken wir mal, ob gleich hier noch die Walküren rüber wachsen. So, wir haben schon mal zwei Walküren bekommen. Bei 5 Minuten 30. Die nächste. Sehr, sehr gut. Läuft. So, ja, das war's schon. Weil jetzt passt halt nicht mehr rein, ganz klar. Wir haben zwei Gemäxte und eine Zweier, was vollkommen okay ist. Und jetzt wurde hier noch zugemacht. Vielen Dank. So, das heißt, wir gucken. Challenge in Anführungsstrichen auf jeden Fall geschafft. Wir sind bei ja, etwas über 6 Minuten gewesen, inklusive der Anfrage. Und wir haben unsere Truppen. Was will man mehr? Also hier könnt ihr auf jeden Fall vorbeikommen, wenn ihr, ja, wenn ihr Bock habt und Truppen wollt. Aber natürlich auch, wie gesagt, im Gegenzug bitte selber Truppen mitbringen, ganz klar. Zeigen wir noch mal kurz das, was wirklich sind. Das ist ja kein Thema. Wird noch mal kurz gecuttet. So. Ich glaube. Ja, genau. Ja, ist, wie gesagt, soll halt eben auch getestet werden. Also sprich, man kann sich halt wirklich auf den Clan verlassen, dass man wirklich sagen kann, gut, okay, man bekommt das halt. Das wollte ich einfach für euch testen. Dass man sieht, ey, ach kommt hier, ist gerade Kampftag, wird gerade rein angegriffen hier jemand. Hier wird gerade verteidigt. Und ich hoffe mal gut. Aha, nein, nicht so gut. Weil nämlich, ich habe schon gerade gesehen, der 12. greift den 9. an. Mal schauen. Ah, es könnte noch was werden. Das sind vier Drachen noch, richtig? Wenn ich es richtig sehe. Die Queen, wenn die jetzt. Ah, nee, Mist. Die Qu Doch, die Queen ist weg. Wir haben noch einen Rage. Ja, das könnte. Aber ich sag, das wird eine zu knappe Kiste. Jetzt sind es nämlich nur noch zwei, oder? Oder ist das nur noch einer? Aber es sah zuerst so aus wie zwei. Nee, nee, das wird nichts mehr. Ah, ich habe die Luftabwehr gar nicht mehr gesehen. Nee, aber okay, aber außerdem ist es ja eine Verteidigung, von daher ist es natürlich super. Gar nicht mehr gepeilt. Ja, so durcheinander kann man sein. So. Also es geht mir auch nicht um diese. Klar, jetzt ist natürlich so eine Sache, da explodiert natürlich dann auch öfter mal der Chat, dass man sagt, oh, hier passiert ja richtig viel, weil Guzu ist online, klar. Aber ist ja wirklich so, dass ich diesen normalen Faktor haben wollte, weil wir haben es jetzt 21:09 Uhr, ganz genau. Das heißt also nicht nur irgendwie
was weiß ich, mittags um 12, sondern hier gibt es eben auch später noch was, dann weiß ich, gut, okay, das passt, kann man einen Haken hintersetzen, einwandfrei. Das heißt, der erste Test ist durchgegangen. Perfekt. Super. Das war's zu dem Video. Wie gesagt, der Test ist bestanden und ich gucke mir die anderen auch immer mal an, dass man da reinschaut und dann passt das. Und wie gesagt, da könnt ihr also gerne in den Clan reingehen, wenn ihr welche haben möchtet. Und dann seht ihr hier mal den Hashtag. Hashtag L8ULUY9C. Und dann ist die Sache die Valkyren, Golems, Bowler, Drachen. Und gespendet wird innerhalb von 10 Minuten. Und wie gesagt, ich habe es selber gerade gesehen. Klappt also. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.